So, dann herzlich willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot Nuzlocke. Shadow wieder am Mikrofon und ich habe mal die Zeit genutzt, um ein bisschen offscreen zu leveln. Also Kufa, Emil und Rhonda sind es auf Level 6. Das heißt, die können jetzt etwas mehr einstecken. Und heute be begeben wir uns in den Vertania-Wald. Wobei ich mich frage, im Anime musste Ash doch durch einen Wald, um nach Vertania City zu kommen, oder? War das nicht der Vertania-Wald? Also, ist das eigentlich ein bisschen verkehrt? Dass wir zuerst durch den Wald latschen müssten. Und dann. Oh! Ui! Na, das ist doch schon mal. Kufa, don't fuck up. Oh! Holla! Das war knapp. Aber hey, jetzt haben wir einen Raupi. Seine Haut ist grün. Okay. Verwachsen streift sich ab, verpuppt sich und dann, ja. Möchtest du Raupi einen Spitznamen geben? Möchte ich. Und der Name wird Spency. Spency das Raupi. Wenn es ein männliches Raupi gewesen wäre, hätte ich Spencer genannt. Weil Käfer, Bug Spencer. Bin schon still. So, noch ein Raupi. Jetzt können wir fröhlich munter vor uns her mördern. Junge Kufa hat's aber auch mit Volltreffern. Ich war auch am Überlegen, ob ich pro Folge oder ja gut, je nachdem, wie die Stimmung und das momentane Befinden gerade ist, einzelne Themen aufzugreifen und ein bisschen zu labern, weil großartig spannend wird das hier alleine. Ich wirklich. Oh, Level 7. Da verfällt man, oh, gut. Nice. Da verfällt man hin und wieder ungewollt in ein, ja, Moment des Schweigens. Wenn man nicht weiß, Geschwister-Pokémon sind leichter zu fangen. Mach Sachen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen. Ah ja. Bist du ein? Kann man. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du sollst immer genug Pokébälle bei dir haben. Wie du ein Käfersammler bist, nimm das Netz. Ein Netz und ein Stück Holz. Kufa, wie sieht's aus? Ich glaube, ich sollte. Ich gehe vor, ich soll heilen. Ob ich jetzt hier einen Schnitt mache und wegen den ganzen Weg zurück, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, die Idee steht noch, ob ich hier nun wieder ein paar Themen anspreche, damit hier in dem Let's Play
ein bisschen mehr los ist, außer nur, ja, ich spiele Pokémon, achte darauf, dass mir keins wegstirbt und ja. Ja, danke, Blutfetischschwester Joy. Ja, ich komme bald wieder. Dazu müsste ich eigentlich auch mal wirklich ein eigenes Bild davon zeichnen. Blutfetischschwester Joy. Es ist halt immer ein bisschen, ja. Ratz. Ich war übrigens am Überlegen, ob ich einen Ratz-Counter irgendwie einbauen soll, weil so viele Ratten, die uns begegnet sind. Denn alleine zu kommentieren ist halt immer so. Vor allem am Anfang ist das etwas. Es fühlt sich merkwürdig an, die ganze Zeit mit sich selbst zu reden. Nicht, dass ich damit anderweitig sonst mal Probleme habe, aber wenn man weiß, dass es aufgenommen wird, dann sieht die ganze Sache noch ein bisschen anders aus. Ich quatsch bestimmt hier nur Nonsens und ihr denkt euch bestimmt, was labert ihr die ganze Zeit? Warum gucke ich den Typen überhaupt noch zu? Es ist doch. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Ich will nicht, aber muss ja. Baldur. Oh, wir sind gearscht. Baldur. Wir sind so gearscht, denn der ist unsterblich. Hat einer von euch Mistel? Gott, der ist schon. Honio Level 6, ne? Das kann ja was werden. Ach ja, und Rhonda hat Fußkick erlernt. Das so, oh Gott, das macht ja kaum Schaden. Scheiße. Oha. Warum machen Kampfattacken so wenig Schaden bei Käfern? Normalerweise trittst du einmal drauf und das war's. Okay, gut, es hat einen Giftstachel auf dem Kopf. Okay. Aber trotzdem, es ist ein Käfer. Drauftreten und gut. Oh, Render ist giftresistent. Sprach er und Render wurde vergiftet. Naja, dafür. Stirbt er jetzt? Bald war das nächste ein Raupi. Ich mache es ihm nach und jage Spency in den Ring. Und Emil wird sich darum kümmern. Emil hat Hunger und isst ein Wurm. Na? Ja, das kann mal dauern. Aber ja, wie man jetzt merkt, ich versuche mich zu konzentrieren, quatsche dadurch weniger und somit entsteht halt diese Stille. Was das Problem ist, wenn man halt allein ist. Das ist halt erstaunlich, wie Gronkh oder andere Let's Player, die allein in ihren Kämmerchen sitzen, allein und stundenlang aufnehmen können und labern, labern, labern und so spontan Sachen raushauen können. Level 7. Hier müsste ich nicht auch ruckzuck erlernen. Gegen Gift.
So. Bitteschön. Und noch ein Trank hinterher. Sauber. Also wenn ich die Chance habe. Ach, nicht schon wieder. Ohne Witz, vor den Viechern habe ich anfangs etwas Angst, weil durch das Vergiften, besonders bei einer Nuzlocke, kann man ganz schnell den Kürzeren ziehen. Also wenn ich irgendwann die Gelegenheit habe und ich noch jemanden hier rankriege, dann sieht das Ganze wesentlich anders aus. Dann gibt es mehr Gequatsche, mehr Schwachsinn und ich glaube, dann wirkt das Ganze auch viel unterhaltsamer, als wenn nur ich stumm vor mich her moderiere und immer ungewollte Pausen mache, weil ich erstmal überlegen muss, was sage ich denn jetzt am besten? Eusebio. Was? Eusebius? Hübscher Name. Komm, run dann nochmal. Level 7. Okay. Ich silberblicke dich erst einmal. Keine Vergiftung, keine Vergiftung. Okay, gut. Okay, Fadenschuss, damit kann ich leben. Ja, Geschwindigkeit sinkt, das ist nicht gut, kann vielleicht doch etwas stören, aber solange der Schaden so aussieht, kann ich damit leben. Fadenschuss ist mir 100-mal lieber als Giftstachel. Und, na? Sehr schön. Eusebius, was ist das für ein Name? Eusebius. Aus welcher Sprache kommt denn der Name? Eusebius. Ist ein bisschen wie Eugene oder Eugen. Jedes Mal, wenn ich den Namen Eugen höre oder lese, für mich ist das Eugene. Manche sprechen so aus, manche sprechen so aus. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Besonders bei Namen. Ach, was mache ich denn die ganze Zeit? Spency war total unterlevelt dafür. Oh ja, Namen sind merkwürdig vom Aussprechen. Nein, das heißt Eugen. Nein, nein, das heißt Eugene. Das muss so ausgesprochen werden. Nein, nein, das heißt so und so. Yay. Als nächstes Kukuna. Kukuna müsste man eigentlich safe sein, das kann nur Härtner. Wir nehmen. Ach komm, run da nochmal. Ich komme auf den Namen irgendwie nicht klar. Ach, was macht. Ich denke immer Fußkick, ja, das haut ordentlich rein, aber nein, das macht ja nix. Silberblick. Ach nein, ah, das ist ein Teufelskreis. Er macht Härtner, ich mach Silberblick. Verteidigung steigt, Verteidigung sinkt. Oh Gott.
Das kann jetzt dauern. Das kann echt dauern. Ja. Und bei euch so? Alles gut? Was gab's zum Mittag? Oh, klingt lecker. Ja, auch bei mir, ach, das Übliche. Also, ich hasse solche Momente. Jetzt stirbt doch endlich mal. Du kannst dich nicht weiter verhärten. Rondas Krallen müssen schon blutig sein vom ganzen Gekratze. Endlich. And he's down. Yay, Osibus. Oh, ich hab kein kampfbereites Pokémon mehr. So ein Mist, ich muss ein paar stärkere Pokémon fangen. Ja. Du musst sie einfach nur besser trainieren. Und den ganzen Weg wieder zurück. Ding. Wie sieht's denn überhaupt aus? Ja, doch, nee, heilen ist besser. Heilen ist besser. Da wird sich die Schwester wieder freuen. Und rottig werden. Rattig werden. Wenn man zwei Wörter im Kopf hat und man sich nicht entscheiden kann, welches man denn nun benutzt. Ding. Deine blutigen Pokémon sind wieder geheilt. Kommt doch nächstes Mal wieder. Ja, mache ich. Würde mich nicht wundern, wenn sie das Blut meiner Pokémon abwischt und dann still und heimlich in ihre Kammer geht und dran schnüffelt. Und dann prüftig schnaubt. Und wieder durch den Matanierwald. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Dann kämpf doch mit den Pokémon deiner Freunde und deinen, wenn ihr kämpfen wollt. Warum müsst ihr arme Pokémon, die da freien Wildbahn sind, für eure Zwecke ausnutzen? Ekelhaft. Ekelhaft. Ich sag dir eins. Das wird doch Konsequenzen haben. Konsequenzen. So, Eusebius, geh mal weg. Praktisch. Joa. Und da ist noch einer. Hallo. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Ist das, Ziel, dass unser Napoleon kommt? Emil. Emil, dein Typ ist verlangt. Emil gegen Emil. Wer gewinnt? Emil. Aber mein Emil. Mir fällt auf, dass die Schrift in der Kampfbox eher aussieht wie ein N. Also Emil.
Das M sieht wirklich komisch aus. Na, kriegen wir es denn heute noch down? Zack. Yay. 1-0 für meinen Emil. Nö, lass mal. Ich tausche doch mal lieber. Und zwar nehme ich dafür, ja, Kufa. Und er will wieder, dass meine Geschwindigkeit sinkt. Aber ich bin schneller. Oh. Ey, ich soll doch schneller sein. Und zack. Ciao. Brava Emil. Schön weiter wachsen. Wie du groß und stark wirst. Also jetzt. Du auch, aber ich meine mein Emil. Oh nein, alles ist schief gegangen. Ich habe meinen Kredit verspielt. Du bist doch viel zu klein für einen Kredit. No offense. Ja, wie schaut's aus? Emil. Vielleicht, wenn es ganz blöd kommt, noch einmal Pokémon Center rennen. Aber dann sollten wir durch den Wald durch sein. Wie lange nehme ich schon auf? So 22. Ja, Spency sollte den schon kriegen. Oh nein. Not this shit again. Ja, und diesmal ne, bei dir. Ach, naja, du kennst mich immer dasselbe. Gegen Pokémon kämpfen, die nur Härtner können und der Schaden ist immer weniger. Ja, ich weiß, ja. Wenigstens einer, der mich versteht. Wie war das? Ja, hätte ich ein Glumanda als Starter-Pokémon, ich wäre da locker durch. Ich hätte alles niedergebrannt, aber leider, leider hat das Schicksal mir keins gegönnt. Aber wir haben es ja bald. Und einer jetzt noch. Weißt was, Benzi? Mach den Simbino-Move. In die Ecke. Und blute. Braves Mädchen. Und ich würde sagen, bevor wir den Herrn anquatschen, würde ich sagen, beende ich erst einmal die Folge für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit besseren Themen oder irgendwie. Vielleicht. Mal schauen. Wir werden sehen. Bye bye.